Hallihallo und Hallöchen zu einer neuen Folge Fallout 4. Wir sind hier in der Burg, haben gerade die Artillerie gebaut und müssen jetzt mit Ronny Shaw sprechen. Es wäre deutlich besser, wenn die Leute Lehren aus der Vergangenheit ziehen würden. Und Mann, probieren die Artillerie. Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen können, dass wir bereit sind. Einen Moment. Ich möchte jetzt erstmal nach Sanctuary, um mich ein bisschen schneller bewegen zu können. Ah, okay. Geht also doch nicht. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Ein trauriger Anblick. So verfallen. Dann machen wir das so. Wir legen uns hierhin einfach mal den Fat Man und ein paar andere Waffen, was relativ schwer ist. So. Hey, du hast da etwas fallen lassen. Ach Quatsch. Dann gehen wir zurück nach Sanctuary und nehmen die Waffen wieder mit. Und dann können wir irgendwann nochmal zurück nach Sanctuary und mal auswerten, was wir da so Schönes gefunden haben. Glück fasst zusammen, wie gut es das Schicksal mit dir meint. Der Wert bestimmt die Abklingzeit bei kritischen Treffern und die Qualität der Gegenstände, die du findest. Super, da müssten wir ein bisschen in Glück gehen, denn momentan kriegen wir ja nicht so tolles Zeug. Können wir ja in den nächsten Leveln mal machen. Der Injektor ist eine seltene, selbstgemachte Waffe. Mehr konnte ich nicht lesen. So, gesamten Schrott lagern. Kate, kommst du mal her? Du hast ganz viel Zement, glaube ich, ne? Hey! Ja? Bleib da. Klar, ich nehme gerne, halt gerne was für dich. Nein, du sollst es mir einfach wiedergeben. Zum Beispiel den Fat Man, den Goldbahn, den goldenen Grashüpfer, die Lasermuskete, den Raketenwerfer, den Zementsack. Was benutzt du eigentlich gerade für eine Waffe? Habe ich dir jetzt deine Waffe geklaut? Ich glaube schon. Die Lasermuskete wollte ich dir doch geben, glaube ich. Hm? Die darfst du aus... Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Gib doch Ruhe. Hey. Hm? Du sollst es nehmen. Och, scheiße. Jetzt habe ich alles genommen. Hier, das darfst du ausrüsten. Dann habe ich hier, glaube ich, ganz viel... Kriegst du das da, kriegst du das da, nimmst du das da auch mal. Nimmst einfach mal alles, was ich gerade nicht brauche und darfst das ausrüsten. Hier, da, noch eins. Das ist besser. Nehmen wir das wieder mit. Gut, was kriegst du noch für Waffen? Jagdgewehr, Improgewehr. Scharfschütze, Laserpistole. Die kannst du von mir aus noch haben. Okay. Dann einmal den Schrott lagern. Gut. Dann können wir das hier mal ablegen. Den müssen wir noch reparieren. Das kann weg, 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 das auch, das auch, das auch. Halt, stopp. Right away, behalten wir mal. Das kommt weg. Todeskrallenfleisch kommt weg. Diverses. Kommt einfach mal alles weg. Mhm. Liegt ja bloß im Weg rum. Ach, das Zeug, das wiegt ja auch was. Ah, okay. Stufe 4 Strahlstreuer, Stufe 4 Kondensator, Strahlstreuer. Ach, ich leck mich fett. Viel zu viel.
Muni, Inventar und Waffen. Das kommt mal weg, das kommt mal weg. Fatman, Kronkorken, das da, Lasergewehr. Plasma, Plasma, Raketenwaffe 1, das da. Splitterminen brauchen wir nicht. Jagdgewehr. Das kommt weg, das auch. Alles, was wir gerade nicht ausgerüstet haben. Gut, dann gehen wir jetzt wieder in die Burg, sammeln die restlichen Waffen ein, bringen die später dann aber erst wieder nach oben. Denn wir möchten ja ein bisschen weiterkommen. Mist, die ich jetzt reparieren können. Egal. Die Serie X01 der Power-Rüstung wurde nach dem Großen Krieg von verbliebenen Mitgliedern einer geheimen Vorkriegsorganisation entwickelt und eingesetzt. Sie bietet gegenüber den älteren Vorkriegsmodellen erheblich verbesserten Schutz. So. Ich hoffe, mein ganzes Zeug ist noch da und wurde nicht geklaut. Hey, General. Meins. War das alles? Da liegt noch was. Okay. Wir sollen... Begib dich ins Siegbiet. Radio Freedom. So, und wen soll ich jetzt abschießen? Na, der ist doch zugewiesen. Den Umständen entsprechend noch recht gut in Form. So, befehligen. Hier. Weg. Wirf eine Rauchgranate ins Zielgebiet. Was ist denn das Zielgebiet? Das kleine Häuschen da vorne. Okay, dann brauchen wir jetzt einmal eine Artillerie-Rauchgranate. Feuer! Geh bloß weg. Das ist nicht das Ziel. Dann halt so. Ich begebe mich zurück. Na komm. Bin ich? Für alle Fälle. Schieß doch. Jetzt kommt's. Wo kommt's? Bam. Wie oft schießen sie denn noch? Kommt noch eine? Das ist ja lustig. Ja, ist jetzt bald mal vorbei. Artillerieunterstützung zur Verfügung. Setz sie mit Bedacht ein, General. Danke, danke. Das ist aber nett. Kann ich die da jetzt auch zuweisen oder hau die ab? Okay, die kann ich anscheinend nicht zuweisen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zurück zu Preston Garvey. Und berichten dem mal, was wir jetzt gerade angestellt haben. Und danach schauen wir mal, wo wir hingehen. Ich weiß es noch nicht. Entweder zur Stellenden Bruderschaft oder... Mal schauen. Auf jeden Fall mache ich das Radio gleich wieder aus. Dieses Gedudel geht mir ein bisschen auf die Eier. Dudel, dudel, dudel. Nerv nicht. Waffen. Waffen. Ich habe ganz viele Waffen. Der kommt mal weg.
Splittergranaten lassen wir mal da. Das hauen wir mal weg. Das auch, das auch, das auch. Das da, das da. Okay, das müssen wir später einfach mal schauen. Gehen jetzt erstmal zu Preston. Und dann schauen wir nach den Waffen. Du sitzt doch auch immer überall. Ich muss wirklich sagen, du hast das Blatt der Minutemen echt gewendet, General. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Wir sollten zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Ha, was hältst du von ihr? Was hältst du von ihr? Die Leute mögen sie. Sie wirkt ziemlich abgebrüht, aber sie ist eine von den Guten. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Mhm. Hast du wieder einen Auftrag für mich? Hey, hast du kurz Zeit? Kann ich was für dich tun? Nichts, nichts. Nein, nichts. Okay. Lass mich einfach in Ruhe. Bin froh, wenn du mal keine Aufgabe für mich hast. Ist ganz nett. So, wir müssen uns jetzt erstmal reparieren. Wenn wir schon da sind, muss das mal sein. So, reparieren. Yes, den auch. Ja. Jo. 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 Und den auch. Dann rüsten wir ihn mal wieder aus. Modifizieren können wir wahrscheinlich nicht wirklich viel. Watz-Matrix. Erhöht die Watz-Trefferchance. Bei Verwendung des Zielfernrohrs werden Feinde auf dem Kompass markiert. Das klingt interessant. Die Trefferchance wäre interessant, wenn man die erhöht. Aber auch die Aufklärungssensoren. Was nehmen wir denn da? Ich glaube, das ist besser. Ich hätte nie gedacht, dass du gerne strickst. Was? So, dann schauen wir mal den Torso. Was können wir da machen? Ohne Extras, der kann noch nichts. Rechtes Bein. Kann auch nichts. Okay, solange das nicht angezeigt wird wahrscheinlich, dass hier was leuchtet. Nee. Nope, geht nicht. Jo, verlassen. Immerhin treffen wir jetzt mit Watz ein bisschen besser. Das ist ja schon mal was. Aber was hat die vorhin mit Stricken gemeint? Wir stricken doch gar nicht. Hast du aufgepasst? Dann kannst du es mir mal sagen. Genau, wir wollten schauen wegen... Nein, nein. Hier. Waffen. Was haben wir denn da Schönes? Baseballgranate, Big Jim, Fatman, Flammen. Wir haben 6 Fatmans, Alter. Ich gucke mir erstmal alles an, was über 60 Schaden hat. Weil alles drunter brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen alles, was ein bisschen mehr Schaden macht und nicht nur so ein bisschen wenig. Halt, Moment, wir können es doch sortieren nach Schaden. Genau. Dann wären wir als erstes bei der mächtigen doppelläufigen Schrotflinte. Besitzen wir überhaupt noch eine Schrotflinte? Nicht wirklich. Wir könnten aber mal wieder eine mitnehmen. Dann haben wir hier ein Scharfschützengewehr. Das hat 64. Unseres hat auch 64. 31. Das Präzisionsschützen 4, 197, 113. 4. Die Reichweite ist höher. Dafür ist die Präzision höher. Warte mal, ich mach's einfach. Scheiße, das war falsch schon. Kann ich das jetzt nicht auswählen? Dass ich das nehmen möchte? Nein, kann ich anscheinend nicht. Schade. Okay, das hatten wir, das Präzisionsschützen. 18. Das Ding wiegt auch weniger. Das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir das mitnehmen.
Hat eine höhere Reichweite, dafür ist die Präzision nur geringfügig schlechter. Die Feuerrate ist... Warte mal, vielleicht kann ich das ungefähr auf die gleiche... Genau, so. Jo, das Gewicht ist weniger, dafür ist die Präzision ein bisschen geringer, aber der Rest ist gleich. Deswegen lassen wir das da und nehmen das hier mit. Dann haben wir hier ein Impro-Repetiergewehr. Das macht 59 Schaden, hat die 50er... Hat die 50er Patronen. Weil so die Pistole hätte ich da gelassen. Die macht zu wenig Schaden. Genauso das Kampfgewehr. Wobei das Kampfgewehr eigentlich ganz cool ist. Impro-Repetiergewehr. Das können wir mal mitnehmen. Das macht 59. Erhöht die Präzision, aber durch die AP-Kosten im Watz, wenn du dich noch nicht im Kampf befindest. Gut, ich glaube, wir lassen das erstmal so. Und schauen dann mal, wie die Waffen denn so sind. Okay. Minigun liegt auf dem Minus da unten. Der Raketenwerfer liegt auf der 6. Da liegt Jagdgewehr, Kampfgewehr, Scharfschützengewehr. Dann kommt hier nochmal ein Scharfschützengewehr auf 4. Ach komm schon, wieso gehst du denn immer raus? Dann kommt noch die Schrotflinte auf 5. Und dann hätte ich noch das Impro... Ich drücke mal einen falschen Knopf. Das Impro-Repetiergewehr würde ich dann mal auf... drei legen, genau. 1 bis 3 sind die normalen Waffen. Dann kommt Scharfschützengewehr 4. Dann kommt das andere Scharfschützengewehr 5. Dann kommt... Was haben wir noch? Ne, die Schrotflinte muss auf 4. Das muss auf 5. Die muss auf 6. Der Raketenwerfer kommt dann auf 7. Okay. Mal angucken. Einmal, zweimal, dreimal. Das ist die Schrotflinte, das ist das. Das ist das. Das ist der Raketenwerfer. Und das war das Falsche. Okay, gut. Soweit, so gut. Soweit, so gut. Wie voll sind wir? 185. Ja, ist schon ein bisschen viel. Nicht, ob wir den Minigun mitnehmen sollen. Na, wenn nicht, können wir es immer noch Kate geben. Okay, gut. Daten, Aufgabe, was wäre das nächste? Sprich mit den Siedlern bei Somerville Place. Finde die Railroad, sprich mit den Siedlern bei der Slog. Hör die Militärfrequenz an, Weckruf. Sprich mit den Siedlern und folge dem Freedom Trail. Okay, folge dem Freedom Trail. Scheiße, wir hatten noch irgendwas entdeckt, wo wir hin müssen. Was ist das? Somerville. Das ist ja am Arsch der Welt da unten. Der hat doch gesagt, im Norden. Wir müssen hier in den Norden gehen. In irgendein Gebäude. Mich wundert es ja, dass da die Map nicht aktualisiert wurde, beziehungsweise die Quest. Aber wir finden es schon. Irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Waffenmods, die das Gewicht erhöhen, erhöhen auch die zum Zielen benötigte Zeit. Okay, das ist natürlich doof. Aber egal, da müssen wir durch. Ich glaube, dass wir in den Norden müssen. Wenn
alles täuscht. Hier. Glaubt, er hatte irgendwas gesagt, weil... Na klar, warten wir hier draußen ohne Deckung, bis wir erschossen werden. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass der Freedom Trail ja unten angefangen hat und wir einfach nach oben weitergehen mussten. Ich gehe einfach mal zu dem Gebäude, was da angezeigt wird. Irgendwas mit E war das. Na? Boxstudio. Aha. Wo sind wir denn jetzt? In welchem Boxstudio? Sehr interessant, sehr interessant. Ja. Brennstoff. Zahnbürste. Ein Safe. Das war kacke. Treffer. Schön. Patrone, Fusionszelle, Kaliber, Plasmakartusche. Beschleunigte 10mm Pistole. Erkennungsmarken kann man mal mitnehmen, man weiß ja nie. Medics, Buff Out. Ach, ich brauche den ganzen Mist nicht. Der sieht nicht mehr ganz so gesund aus. 80 Pfund Langhantel. Ich nehme doch jetzt keine Langhanteln mit. Spielzeug außerirdischer. Zementsack. Boxhandschuh. Nö. Gehen wir wieder raus. Bin mir noch nicht so ganz sicher, wo wir hin müssen. Wir sind auch schon wieder über der Zeit. Ach Mann. Okay, wir gehen als nächstes zu dem Gebäude da vorne. Ich weiß nicht, wie wir da hinkommen, aber das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Lass mir doch bitte ein Like und einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Tschüss.